Und dann wurde ich ja noch gebeten, Folgendes zu tun. Und das hätte ich eigentlich auch selber mal machen sollen. Aber ich dachte, da kommt eh nichts Neues mehr. Aber habe ich mich wohl geschnitten. Oh, du. Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Können wir vielleicht einen siffigen Becher? Willst du etwas trinken, Stiesel? Oh, sehr aufmerksam, Schätzchen. Hey, der ist ja leer. Und benutzt. Igitt. Und siffig ist da oben drein. Nein, wir haben den Becher nicht mehr. Nein! Guck mal, Stiesel. Ich bin jetzt bei der Therapie angemeldet. Tja, zu spät, wie ich fürchte. Der ist aber nicht sehr freundlich, der Stiesel. So, ansonsten haben wir schon alles gemacht. Ja, dann lassen wir den mal. Rede mit Stiesel ist ja jetzt nicht so das Mega-Highlight gewesen. So, dann gehe ich mal ganz kurz. Also ganz, ganz kurz. Das ist eigentlich ein Pflichtprogramm. Ich muss hier doch nochmal eben... Uah, der Raum. Der Raum. Man müsste sich das auf Hotkeys legen können. La da 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 da. Was sein muss, muss sein. Und hier fing alles an mit einem Stuhlbein. Wisst ihr noch, wie wir hier am Anfang in die Zelle kamen? Ist echt schon ein paar Folgen her. So, das wird jetzt ein bisschen dauern, fürchte ich, aber das ist mir wirklich gerade eine Freude, hier das ganze Zimmer auseinanderzunehmen. Diese Lache im Hintergrund ist mal so lustig. So, Moment. Und das abgebrochene Klavier im Soundtrack übrigens auch. So, auf die Tür natürlich auch noch. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Und natürlich auch noch dies. Nimm dies, wieder. Ja, und natürlich auch jenes. Du greifst nach Strohhalmen. Ach, Edna, das mach ich doch extra. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Eine Tür versperrt meinen Weg. Kein Problem. Wer hätte gedacht, dass das klappt? Ist die Tür jetzt aufgeschlossen? Oh. Das ist ja unfassbar. Wir haben gerade die Tür aufgeschlossen ohne Schlüssel. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ha! So, das sieht man leider gerade nicht so wirklich. Gute Idee. Damit kann ich die Fussel aus den Ritzen saugen. Nein! Ich dachte, wir können jetzt die Wand noch vollrotzen, aber natürlich... Müssen wir trotzdem, nichtsdestotrotz, ich fange mal mit Senf an. Es ist unsere heilige Pflicht, hier alles kaputt zu machen und alles zu versauen, was nur möglich ist. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber gerade als professioneller Versauer muss man eben sich auch mal die Zeit nehmen. Und außerdem kann man den Raum hinterher als Kunst verkaufen. So, können wir jetzt etwa noch... Also dann ist natürlich alles vorbei. Polster sind am besten gut durchzugenießen. Okay, würde theoretisch gehen, aber bringt in der Praxis leider nichts. Mit dem Messer vielleicht... Vorerst genug... Was? Genug geschlitzt? Vorerst genug geschlitzt. Du bist nicht Edna! Ich brauche die Polster nicht zu verhaften. Sie sind bereits in der Zelle. Ja, aber die Rechte vorlesen vielleicht.
So, jetzt haben wir hier für Unwirsch gesorgt. Gehen direkt zum Schacht. Und wuseln wieder von dannen. Wir haben jetzt das ausgefüllte Formular. Ach, schön sieht's hier einfach aus. Dr. Marzel. Okay, jetzt probiere ich nochmal ganz kurz eine Sache aus mit zwei Sachen aus. Nein, danke. Okay, das geht nicht. Ich wollte mit dem Blase noch was ausprobieren, da das mit dem Becher ja... Ich hole mir nochmal ganz kurz einen siffigen Becher. Also entweder wir geben ihm was zu trinken oder ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist. Das ist mir so beim Folgenschreiben aufgefallen, dass man hier theoretisch, ne, hier so, das hier könnte ein C sein und das hier könnte ein W sein, aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher, ob das, naja, das könnte auch zu weit, das ist einfach, schauen wir mal. Er ist genauso siffig wie der letzte und bestimmt. Ich greife hier wirklich nach Strohhalm, hat die Edna schon recht, aber egal, was tut man nicht alles. Und wir müssen ja eh mit dem Wäschelift fahren, also können wir das auch so mal machen, zack. Da lang. Jetzt muss ich gerade überlegen, das ist ja alles so groß hier, da braucht man bald mal eine Karte, eine richtige von der Anstalt. Sonst findet man sich hier irgendwann nicht mehr zurecht. So, in den Keller geht's und zur rechten Seite. Oder zur linken in dem Falle. Und jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz einmal, zack. Das sieht gefährlich aus. Egal. Ist es auch, Edna, ist es auch. Gut, einmal zum Badezimmer. Ich glaube aber, da gibt es bestimmt... Da kommt der nächste Ausgang. Ich glaube aber, da gibt es bestimmt keine Möglichkeit, den Becher zu trocknen. Ich probiere das mal eben. Wo war denn... Hier war das Geburtstagsklo, wenn mich nicht alles täuscht. Hier gibt es aber keinen Handföhn. Ich störe sie lieber nicht. Ach na gut, die Verliebten. Wo war denn das andere Bad? Hab ich inzwischen ganz vergessen, wo das andere Bad war. Da ist der ekelhafte Bienenmann mit der Wachsproduktion. Hier kommen wir zur Bar. Die Bar. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch den Löffel. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Okay, da kommen wir also momentan nicht dran. Wir müssen noch irgendwas mit dem Barkeeper machen. Ich weiß noch nicht genau, was. Tja, wo war denn das Nu? Verdammt, das sind so viele Räume inzwischen. Dass ich mich kurz mal anders hinsetze. Wo war denn das mit der Schlange? Ach, da müssen wir eh mit dem Wäschelift fahren, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Komm, dann fahren wir mal kurz. Auf geht's! Können wir mal gucken, was Hoti und Moti eigentlich machen? Die sind ja nur weg. Da kommt der nächste Ausgang. Und was hat es eigentlich mit den Akten auf sich und dem grünen Hund und sowas? So, pass mal auf, ich mache hier mal aus. Benutzen. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Oh.
Oh. Eigentlich dachte ich ja, eine andere Möglichkeit, in den Generalschlüssel zu kommen, wäre, den Fernseher anzumachen. Tja, so viel jetzt zum anderen Thema mit dem versifften Becher. So, das Bettlaken ist weg. Das Bettlaken ist weg. Das heißt, es müsste doch jetzt theoretisch entweder in der Waschküche sein. Ich wüsste nicht, wofür wir das sonst versaut haben. Das gute Stück. So, war das hier? Ja. Und los geht's. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es in der Waschküche anders aussieht. Du, 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 du. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, jetzt sieht's hier wirklich ganz anders aus. Herr Mantel. Waschmaschinen. Mit Herr Mantel reden geht ja nicht, ne? Herr Mantel? Er hört mich nicht. Und die Waschmaschinen ausschalten geht auch nicht, ne? Nee. Nein, ich will vielleicht... Oh ja, und dann Autoscooter. Ach, ich glaube, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Das ist die Bettwäsche von Hoti und Moti wahrscheinlich. Nur durch die konnten wir dann hier runter. Ah, ich glaube, die lag dann vorher hier noch gar nicht. So wird ein Schuh draus. Das Glück ist mit den Dummen. Ich verstehe. So, dann wollen wir doch hier wieder raus. Zack. Und dann wollen wir mal schauen... Du. Wollen wir mal ganz kurz schauen, was wir mit Herrn Blase machen können? BZW mit den Überwachungsmonitoren. Moment. So, hier müsste ja eigentlich Freund Blase rumhängen. Das wird noch dauern, bis der sich ausgepisst hat. Das wird noch dauern. Das sieht kompliziert aus. Irgendwie hypnotisch. Okay, machen können wir aber auch nichts, ne? Der Fernseher ist aus. Können wir den benutzen? Offenbar ist das ein Ja. Hübsch bunt. Viel bringen tut uns das hier nicht wirklich gerade. Aber vielleicht schauen wir doch einfach mal auf dem Klo nach. Ob wir da an den Generalschlüssel kommen, weiß ich allerdings noch nicht. Ja, immerhin setzt er sich beim Pissen hin. Ich dachte schon, der steht da hinten am Pissoir irgendwo. Nein, nicht benutzen, nehmen. Hey, lass das. Mist! Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich fürchte, wir benötigen Lehm. Na? Dino Harvey, der Generalschlüssel. Yippie, zum Greifen nahe. Aber er hängt noch an dem Gürtel fest. Yippie, ein Gürtel. Nein, du verstehst mich nicht. Der Gürtel hängt noch an der Hose. Boah, Generalschlüssel, Gürtel und Hose. Wir machen heute richtig fette Beute. Aber die Hose hat Blase doch noch halb an. Blase halb an? Es wird immer besser. Hörst du mir überhaupt zu? Zu? Oh, wundervolles Zu. Ach, süß. Aber was? Das wird nicht funktionieren. Vielleicht kann ich die Schlaufe am Gürtel mit der Zickzackschere... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Ja, der Herr Blase passt auf jeden Fall auf wie ein Schießhund. Da kommen wir aber... Vielleicht kann ich das so wegschneiden. Vielleicht kann ich mit dem Messer den Gürtel irgendwie... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Was? Okay. Vielleicht können wir mit...
mit der Gesetzesgewalt, mit der vollen Macht des Gesetzes zuschlagen? Vielleicht könnte ich mir eine einstweilige Verfügung erwirken und auf diese Weise... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Das klappt schon mal nicht so gut. Können wir vielleicht eine Unterschrift, wird nicht funktionieren? Vielleicht könnte ich aus diesem Wasserbecher etwas falten, was... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht mit der Gabel. Vielleicht kann ich den Schlüssel irgendwie auf die Zinken der Gabel... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Das wird alles so nicht funktionieren. Vielleicht, wenn ich den Senf vorher kräftig schüttel und dann mit etwas Schwung... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Das klappt nicht. Vielleicht mit dem Ketchup? Natürlich auch nicht. Vielleicht, wenn ich die Ketchup-Tube so anwinkle und dann aus einiger Entfernung... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Das klappt auch nicht so ganz. In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar den Schlüssel zum Tiefparterre-Cave verloren. Schwierig ist das, schwierig. Vielleicht koche ich eine Suppe aus Gold und wenn der Wächter dann nicht hinguckt... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Wir müssen also irgendwie einen Abdruck nehmen, das heißt, wir brauchen den Lehm. Vielleicht, wenn ich ganz sanft mit den Topflappen... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Das wird alles nicht funktionieren. Wir brauchen den Lehm. Dazu brauchen wir wahrscheinlich die Schaufel vom Barkeeper. Und wie wir die kriegen, weiß ich überhaupt nicht.